Was habe ich vor? Ich will ein 6-Gänge-Menü kreieren für 4 meiner Gäste mit Gerichten, die nicht nur gut schmecken, sondern auch eine kleine verrückte Geschichte beinhalten. Oha. Vielleicht sogar für Diskussionen sorgen. Was für eine philosophische Frage gibt es bei Burger mit Pommes? Auf jeden Fall Gefühle auslösen. Das alles an einem Abend am Stück. Und ob ich das schaffe, sehen wir jetzt. Aber erstmal Kartoffeln schälen. Let's go. Geheimtipp Nummer 1 beim Kartoffelschälen: immer eine Serie laufen lassen. Oder im besten Fall ein Anime. So. 2 Stunden später, ich bin mit der Vorbereitung immer noch nicht durch, aber es läuft. Ich spiele die ganze Zeit alle Prozesse in meinem Kopf. So eine Challenge habe ich echt noch nie gehabt. 6-Gänge-Menü. Und Freunde, allein diese Mini-Pommes hier zu schneiden, das hat schon so viel Zeit gekostet, aber das wird sich alles lohnen. Alles ist vorbereitet. Ich werde nachher während des Kochens auf die Gänge und die Idee eingehen. Jetzt muss ich einfach wirklich weiter vorbereiten, dass ich, wenn die Gäste da sind, nur noch zu Ende kochen muss und nicht noch alles schnibbeln und irgendwie puzzeln und es muss einfach wirklich heute perfekt vorbereitet sein. Weiter geht's. Ich fange mit der Creme an. Eingang ist das Gemüsequiz, in der meine Gäste 3 Gemüsepürees serviert bekommen. In jedem Püree ist eine Gemüsesorte der Superstar und diese müssen sie rausschmecken. Geheimzutat, ich habe Chipotle und Beef und Paprika am Samstag stundenlang ziehen lassen, um diese Brühe zu erhalten. Und das kommt jetzt hier noch mit rein. Okay, also wir haben japanisches Wagyu, das sieht man hier an der Marmorierung, und australisches Wagyu. Unglaublich geile Qualität gibt es heute. Und ich mixe nochmal australisches und japanisches Wagyu zu Hackfleisch und mache daraus die Burger Patties später. Und so sehen unsere Wagyu-Bällchen aus und die werden dann schön flach gedrückt und bei heißer Hitze kurz angegrillt. Das ist wirklich Feinstarbeit. In einer Stunde kommen die Gäste, dann fange ich erst an zu kochen. Ey, riesigen Respekt an alle Leute in der Küche, wirklich riesen Respekt immer wieder. Guten Tag, Herr Eggers. Was geht? Alles klar? Ja, selbst. Boah, das sieht ja schon gut aus. Das hast du aber nicht gedeckt. Ein bisschen. Ein kleinen Schieber. Ja, danke schön. Einen kleinen Schiri, Alter. Sie müssen Platz nehmen. Ach so, Herr, das ist... Ah, warte mal ganz kurz. Du bist der Koch und du bist jetzt der... Mike. Also richtig. Darf ich in die Jacke abnehmen? Mal auf damit. Boah, sieht ja richtig geil aus. Den Moos hier aus dem Wald oder was? Das, was zu trinken sein? Ein Kölsch für den Anfang? Nee, danke. Nein. Ich hab echt gesagt, so, das ist eine halbe Stunde da. Das sieht ja krass aus. Ja, danke auch. Ey, ich bin so froh, Valentinstag nicht allein zu sein. Wirklich. Trinken wir Alkohol? Nein. Wir haben Wein und Bier. Käse-Sandwich-Cornflakes. Ja, das kommt dick richtig weit nach vorne. Ne? Ja, glaub ich auch. Hallo. Oh, hallo. Wo? Na? Bonjour. Boah, ich komme vor wie in einem Restaurant. Voll schön. Tut mir so leid. Alles gut, setz dich hin. Nur eine Stunde zu spät. Gang 1, Käse-Sandwich-Cornflakes. Das ist die Käsesoße, die ich beim ersten Mal quasi kreiert habe. Und jetzt kommen unsere kleinen Käse-Sandwiches in die Trüffelbutter. Werden kurz angebraten von beiden Seiten und dann ist der Gang auch schon fast fertig.
Die Käse-Sandwich-Cornflakes waren das erste Gericht, was ich entwickelt habe und einfach aus so einer Kindheitserinnerung entstanden sind. Ich habe als Kind Cornflakes über alles geliebt und ich wollte ein herzhaftes Gericht kreieren, was so ein bisschen dieses Gefühl von Kindsein einem beim Essen gibt. Und ja, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, denn man muss bei diesem Gericht einfach die Trüffelkäsesoße auf seine Mini-Sandwiches kippen und dann das Ganze löffeln. Ganz simpel und schmeckt super geil. Es ist genial. Also ihr packt die Käsesoße auf eure Cornflakes und dann löffelt ihr die wie Cornflakes. Ach so. Also das hier drauf, ja. Genau. Einfach kippen. Sollen wir das aber kippen? Aber das sieht so gut aus. Kippen, ach so. Okay. Cornflakes, Käse. Das ist sick. Robert! Toll! Wow. Genau. Boah, das sieht so wild aus, Alter. Ja. Wow. Oha. Das ist genau mein Taste. Boah. Boah, ist das knusprig. Mhm. Alter. Boah, das ist genau mein Leben. Und das Brioche-Brot bei den Sandwiches, Alter, ist richtig süß. Das ist das Geile. Alter. Das ist so ein französisches Brot, ja. Boah. Guck mal, du hast süß, du hast salzig, du hast deftig, so käsig. Du hast cremig, du hast crunchy. Alter, das Brot ist ja geisteskrank. Das ist wirklich ganz, ganz... Oh mein Gott. Wie fandet ihr das erste Gericht? Aber so lecker. 10 Alter. Von 10. Ja. Wir haben schon sogar 12 von 10. Mhm. Dieses Brot war auch so lecker. Ja, Mann. Ja. Wer spielt von euch Klavier? Keiner. Schade. Es geht weiter. Er kann immer wirklich. Und wenn es nicht mehr geht, kommt immer dieser hier. Wie geht der? Kann so jeder. Das ist so der Klassiker. Wir kommen zu Gang Nummer 2, und zwar ist es Bubble Tea Mozzarella. Ich bin bei Gang 2 sehr, sehr skeptisch. Bei Gang 2? Ja, Bubble Tea Mozzarella. Bubble Tea Mozzarella, das klingt, glaube ich, nach dem verrücktesten Gericht, ist aber eigentlich nur simple Molekularküche und... Dafür kreieren wir einfach kleine Bubbles, die als Dressing und Soße fungieren. Es war auf jeden Fall das Gericht, wovor ich an dem Abend richtig Angst hatte, weil ich nicht viel Zeit hatte und die Bubbles mussten funktionieren, aber ich bin super zufrieden mit dem Endergebnis. Guten Appetit mit Gang 2. Oh, geil, das sieht vielen Dank. Das sieht brutal aus, ey. Diese Kugeln, die sehen aus wie Kaviar. Genau, das ist auch dafür gemacht, um so Fake-Kaviar herzustellen. Du kannst quasi aus allem Kaviar machen, geil, wenn du die richtigen Chemikalien benutzt. Das ist schon nice. Das ist ja mein Favorite. Das ist kriminell lecker. Das ist, jetzt kommt er hier unten gerade auch nochmal. Ah, schon sehr, sehr geil. Ich bin eigentlich gar kein Fan von süß und salzig mischen, aber das schmeckt sehr gut. Süß ist richtig geil, da muss ich sagen. Das macht wirklich nochmal so. Ich mag das Süße, den Salzigen mag ich eigentlich auch nicht so. Aber das ist eine gute Balance, das ist, passt richtig gut. Familie Brusowski ist ja sehr nerdy und das spiegelt sich wieder in der Wand. Das hier habe ich auch. Der Knossi. Doch, da. Das ist Knossi. Ach krass. Ah, ja, Mann, guck mal, sogar unterschrieben. Sind das die ganzen, die es auf der Welt gibt? Nein. wollen wir mal ausrechnen? Guck mal, der glitzert. Diamond Collection. Ja, aber auch, das hier, ne? Was in Diamond Collection. Guck dir das an. Sparkle, Bitch. Ich will das haben. 120, 190. Nee, sie zählt immer noch. 10. Wie teuer ist es jetzt alles zusammen? Digga, kein, ich bin zu. Aber 1050. Nein, das sind 600 Euro. Nee, doch nicht. Lest ihr hier manchmal Bücher? Der nächste Rand ist mein persönlicher Favorit. Ja, also ich weiß noch nicht mal, was Wagyu ist. Wagyu ist das teuerste Fleisch der Welt. Ist es das, die Kühe werden massiert, ist es das? Die genau auch betrunken so durch Bier gemacht werden? Das weiß ich nicht. Es gibt so eine Kuh, so eine Farm, die machen die Kühe mit Bier betrunken. Okay. Und die werden den ganzen Tag massiert. Das ist deine Farm, Mann. Nee, sie redet vom Megapark. Jetzt wird das Steak-Sushi gemacht. Dafür gibt es eine Karotten-Spargel-Füllung und natürlich das Wagyu. Aber in drei Variationen. Und zwar einmal in Nigiri, in Inside-Outside und in
Maki. Okay, mein Kopf ist in tausend Dingen gleichzeitig. Okay, so. Das Steak-Sushi-Gericht ist eigentlich nichts Besonderes, außer dass ich so ein bisschen das Konzept des Sushi selbst verändert habe, indem ich einfach die Zutaten, die für ein Sushi-Gericht normal sind, mit einem Steakhouse-Besuch getauscht habe. Das heißt, wir haben statt Reis Kartoffeln, statt Fisch Fleisch und statt rohes Gemüse gebratenes Gemüse. Und glaubt mir, Freunde, das Nigiri, das wird alle umhauen. Oha. Boah, das Steak ist aber zart, ey. Wow. Oha. Alter, ich fahr gleich gegen die Wand. Wie lecker ist das denn? Oha. Oha. Du musst so gut wie gesagt kauen. Mhm. Also, wow. Warum so leckeres Fleisch gehabt? Ja, Gott, Alter. Das war's aber mit diesem Premium-Fleisch. Wobei, nachher im Burger ist dieses Fleisch mitverarbeitet als Hack. Oh mein Gott. Ja. Ey, ganz lecker. Digga, also... Ey. Ohne Witz, ich habe schon viel Steak gegessen, auch wenn ich jetzt in letzter Zeit wenig Fleisch esse. Das war mit Abstand das köstlichste Stück Fleisch, was ich je gegessen habe. Ja, ja, die rollen alles sehr gut. Marc hat es eingeatmet. Ja, ultra lecker, ey. Das ist für mich, glaube ich, das beste Gericht überhaupt von der Kombi her. Ich bin einfach nur traurig, dass das immer so schon wenig weg. Ist. Es ist einfach zu wenig so. Ey, das ist jetzt unfair. Rob, du bist ein Künstler. Und jetzt ist der dritte Gang mein Favorite. Wisst ihr, das Problem ist, ich werde danach Hungerstreik machen, weil nachdem ich diese 6 Gänge durch habe, ist alles andere, schmeckt nach Dreck. Dieses erste Teil hat mich ein bisschen überrascht, Alter. Ich war so zart, so. Es war schon, ich habe nicht gedacht, dass das so übertrieben lecker ist. Und ich bin schon Steak-Experte, würde ich schon fast sagen. Der nächste Gang kommt jetzt auch schon in 5 Minuten. Ja. Okay. Jetzt kommt das Gemüsequiz, Freunde. Das Gemüsequiz soll einfach für ein bisschen Interaktion sorgen. Und ich glaube, das ist einfach eine coole Idee, verschiedene Gemüsepürees kreieren und diese dann einfach blind verkosten lassen, in einem Quiz verpackt, mit einem kleinen Preis für meine Freunde. Oh, Digga! Was? Wirklich, ey, was ist das für ein geiler Abend? Crispy okay. Rob, Alter. Okay. Heftig, 10 von 10. So was liebe ich ja. Das Gemüsequiz. Grünes Fläschchen. Also ich kann jetzt schon also mal kommen gleich welche Flagge. Welche Flagge ist denn diese weiß-orange, meine Freunde? Irland. Ihr solltet wissen, das Quiz sollte eigentlich unabhängig voneinander beantwortet werden. Achso, wir sind hier ein Team. Wir machen eine Gruppenarbeit. Wir sind hier ein Team. Okay, gut. Die Fläschchen. Rob, soll uns das gut schmecken oder sollen wir einfach nur. Ist das gut schmecken? Also, das ist alles ein Püree aus Gemüse. Ich dachte, jetzt machen wir mal so einen gesünderen Gang. Okay. Und ihr müsst erraten, was für ein Gemüse das ist. Okay. Also, ihr habt einen Kuli, schreibt es einfach auf, trinkt es, genau von links nach rechts. Und dann gehen wir gleich mal gemeinsam durch, wer was richtig erraten hat. Okay, keiner guckt bei dem anderen ab, Alter. Weil ich bin so eine Abguckerin. Versteckt alle eure Blätter. Ich hätte die Ableckvariante machen sollen. Ja. Schmeckt auf jeden Fall geil. Ich kann aber mal wieder nicht sagen, was es ist, Alter. Ich kenne den Geschmack so. Habe ich schon oft geschmeckt. Schreibt was auf und dann geht einfach zum nächsten. Bro, bei mir kommt nichts aus diesem scheißen Ding raus. Hier, Strohhalm. Ey, das Ding ist, ich kenne diesen Geschmack. Ne? Meint ihr einfach, mir kommt gerade in den Sinn, was es ist? Das ist so weird. Ah, warte. Woher kenne ich das denn, Digga? Beim Döner oder nicht? Bin ich dumm? Natürlich weiß ich, was das okay, ist. Okay, würde ich sagen, aufschreiben oh, ich nicht Film. Abgucken jetzt. Ja, 100%. Aber ich komme nicht drauf. Das ist aber ziemlich geil so, ne? Ja, voll. Ich kenne das zweite auch, mir fällt dieser scheiß Begriff nicht ein. Boah, das dritte ist so lecker, Alter. Das ist ja todeslecker, Alter. Ich finde auch das rote. Alter, rote ist boah, für rote mich war das linke am besten. Das grüne? Mhm. Ich finde auch das mit dem grünen am besten. Aber was ist das aber denn das noch? Das ist halt auch das, was, von dem ich nicht weiß, was es ist. Okay, ich bin ready. Okay, ihr habt jeweils eine Gemüsesorte aufgeschrieben. Mhm. Ja? Alles klar. Dann gehen wir zusammen durch. Das erste Fläschchen. Darf ich sagen? Ja. Ich würde auch sagen. Auf drei sagen wir stopp. Eins. Eins, zwei, drei. Avocado! Ah, ja, nein! Klar.
Ich hab Brokkoli aufgeschrieben. Ich hab Brokkoli aufgeschrieben. Warum? Ja, ich wusste es doch. Mark und Sandy bekommen einen Punkt. Den könnt ihr euch aufschreiben. Okay, das ist lass uns auch zusammen sagen. Eins, zwei, drei. Kartoffelpüree. Was? Ich hab gesagt Kartoffelpüree. Was hast du? Blumenkohl. Du? Blumenkohl. Pastinake. Zeig mal. Hier glaube ich nicht. Warum glaubst du mir denn nicht? Richtig, Blumenkohl. Es ist Blumenkohlpüree. Es ist gekocht und dann in Butter und ein bisschen Sahne berührt. Geil, lecker. Mega. Sehr lecker. Gar nicht geahnt, ey. Nee, ja. Dritte. Wollen wir auch eins, zwei, drei, Paprika. Richtig. Also alle zwei Punkte. Ich komme darauf nicht klar, dass ich auf Avocado nicht gekommen bin. Ich hatte, das Pastinake, Alter. Ey, dann haben wir alle zwei Punkte. Oh. Das ist ein Stück Wagyu. Ganz laut Irland. Das ist wahr. Ja, das man könnte sagen, Sandy ist eigentlich schon. Eigentlich schon. Dann ist Sandy zum nächsten 6-Gänge-Menü eingeladen. Oh. Oh. Die anderen drei Gäste werden ausgetauscht. Ciao, Leute. Scheiße, Mann. Warum bin ich denn nicht auf Avocado? Als nächstes gibt es Burger mit Pommes. Aber weißt du, was ich sehr, sehr schwierig finde? Darunter steht eine philosophische Frage. Was für eine philosophische Frage gibt es bei Burger mit Pommes? Burger mit Pommes, die philosophische Frage, ist auf jeden Fall gerechtfertigt, denn ich finde, das ist ein Thema, was oft sehr umstritten ist. Dafür habe ich einen super kleinen Mini-Burger kreiert und passend dazu super kleine Pommes, die wirklich in der Vorbereitung die meiste Zeit gekostet haben. Aber hier wirklich dieses Phänomen, wenn etwas klein ist, schmeckt es einfach besser, weil du davon mehr haben willst. Dieser Gang wird in zwei Hälften serviert. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen. Und zwar der erste Mensch isst zuerst seinen Burger und dann die Pommes. Aber es gibt die Verrückten, die essen zuerst die Pommes und dann den Burger. Also will ich tatsächlich auch nicht, weil ich esse auch eher Pommes und dann den. Für mich immer erst Beilage fressen und dann zum Schluss. Du freust dich dann auf den Burger, weißt du? Nein, aber weißt du, das Ding ist folgendes. Wie ich zum Beispiel esse, ist, ich habe zum Beispiel jetzt den Burger und ich habe die Pommes. Ich nehme so drei, vier Pommes und dann esse ich den Burger. Ja, so aber ich esse wirklich dann den Burger auf und dann zum Schluss chill ich mich hin und esse den Rest, also wirklich den meisten Happen, esse ich dann an Pommes, esse ich dann zu Ende. Tendenziell fange ich immer erst mit dem Pommes. Aber ich lasse mir auf jeden Fall was vom Burger übrig, bis ich die letzten Pommes aufgegessen habe. Was? Damit ich nach dem Pommes nochmal Burger esse. Du bist auch speziell. Ja, safe. Ja, also ich esse jetzt nicht, wenn ich jetzt bei McDonald's bin, esse ich nicht die Pommes aber komplett. Aber Freunde, ganz ehrlich, man isst doch zuerst den Burger, weil mit Pommes ist so, mit Pommes satt werden tut dann irgendwie, also ne? Ja. Du willst doch erst das Gute genießen, bevor du irgendwie erst die Pommes isst, dann zu satt bist und dann den Burger nicht mehr schaffst. Ja, genau. Und also wer will zuerst Pommes und wer will zuerst Burger? Zuerst Pommes ist dreimal und zuerst Burger ist okay, perfekt. Burger und Pommes, jetzt wird's interessant, beides in kleiner Form, ist aber geil. Was ist das denn? Digga, was geht jetzt? Ein bisschen Balanceakt. Boah, Digga, der sieht so gut aus. Davon bitte nochmal 6. Ich war Burger. Ach so! Jetzt hätte ich doch gerne den Burger. Ja, ich auch. Ich hab jetzt auch gerade gedacht, scheiße. Wieso sind wir denn so dumm? Aber ich muss tatsächlich sagen, das ist bis jetzt wirklich, und das sage ich nicht wegen dem Video oder wegen Rob, ich sage das wirklich so, wie es ist, es ist bis jetzt das beste Essen. Ja, also kulinarisch eine Erfahrung. Es ist das verrückteste Essen. Das auf jeden Fall. Aber nein, es ist nicht nur verrückt, es ist lecker. Ja, ich habe so viele Häppchen bekommen mit Pumpernickel und was nicht alles und irgendwas draufgeschmissen. Es schmeckt immer irgendwie sass. So, Mark hat schon wieder eingeatmet. Also können wir schon, ja? Okay. Geil. Soll das auf der Gabel bleiben oder kann ich das in die Hand nehmen? Zum Beispiel, wie gerade hier einfach den Löffel reingeschoben haben? Nee, das war genauso, wie ich das auch haben wollte. Warum gibt es diesen Burger nicht in groß? Boah, ja, das ist alles. Oh, das Brötchen. Ist gut, ne? Meine die besten Burgers meines Lebens auch. Einfach. Wie ist der Burger? Boah. Ja, der sieht auch so satt. Boah, geil. Aber das hier, was ihr gerade auf dem Burger hattet, das ist Ketchup und Mayo und Gewürzgurkenwasser gemischt. Jeweils von diesem. Was? Nur das? Ja, ja, ja. Wirklich, das ist, auch du jetzt mit dem Pommes. Ehrlich, ist auch völlig in Ordnung. Ich werde jetzt diesen Burger essen, Digga. Mit einem Haps. Oha. Digga. Oder? Boah, der ist ja richtig strong, Alter. Oh, oh, oh. Okay. Burger ist wirklich, wirklich geisteskrank. Ey, Bro, mach mal gleich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich satt werde, aber ich bin satt. Wow. Ich bin gut satt.
Das Brot ist halt auch 10 von 10 vom Burger. So, können wir das jetzt einmal im Monat machen, bitte? Okay, seid ihr ready fürs Dessert? Ja. Ey, der Burger war so krass. Ich hatte wirklich Angst, dass so ein, zwei Sachen euch nicht schmecken werden. Alles aber perfekt. Ihr sagt die ganze Zeit so liebe Sachen. Danke schön. Ohne Witz, alles perfekt. Ja. Nee, guck mal, das Ding ist halt, immer wenn eine Kamera dabei ist, habe ich immer das Gefühl, dass. Ja, dann ist denken, automatisch schon mal 20% aber auch besser. Ja, man sagt das immer so von wegen so, ja, das ist so besser. Aber ich meine das wirklich ernst. Jedes einzelne war einfach wirklich lecker und ein Erlebnis. Danke. Dieses Bubble Tea Mozzarella war auch so sehr geil. Du musst ein Restaurant aufmachen, Alter. Du musst wirklich aber Steak Sushi aufmachen. War auch schon sehr, sehr geil. Und diese Käse-Sandwich-Dinge. Ja, und jetzt gerade der Burger. Was ist jeweils der Favorit bisher, wenn ich kann? Ich würde fast sagen, ehrlich, die Käse-Sandwich-Cornflakes, die gingen schon sehr. Also ich glaube, alle sind sich fast einig, dieses eine Sushi-Ding hat wirklich Kartoffeln und die waren. Jeder war so geschockt. Ey, als ich das gegessen habe, ne, in dem Video, wirklich, in dem Moment, habe ich mir erst bewusst gemacht, dass das leckerste war, was ich je mal in dem gegessen habe. Das war wirklich. Das ist dieses Kartoffel und ein Stück Fleisch. Es ist so knusprig auch unten und so weich. Das war so heftig. Ich habe das gar nicht, aber ich dachte, ja, wird schon geil schmecken, aber es war so krass. Nachspeise ist, glaube ich, meine größte Baustelle. Davor hatte ich so Angst. Und um sicher zu gehen, dass das ein legendärer Abend wird mit einer legendären Nachspeise, bin ich ins Elbers 800 Grad in Hagen gefahren und habe dort meine Lieblingsnachspeise kochen gelernt. Creme Brûlée. Nicht nur eine normale Creme Brûlée, die war einfach super besonders. Und ich dachte mir, hey, vielleicht lerne ich einfach etwas und versucht das dann umzuwandeln. Und dementsprechend lerne ich heute, wie man die leckerste Creme Brûlée, die ich bisher in meinem Leben gegessen habe, zubereitet. Let's go! Und du zeigst uns heute, wie man eine richtig leckere Creme Brûlée macht? Das ist der Plan. Okay. Das perfekte Creme Brûlée funktioniert so. Wir nehmen 500 ml Sahne, fügen 72 Gramm Zucker und 2 geschabte Vanilleschoten hinzu und kochen diese dann auf. Vorsichtig kippen wir unsere Sahne in unsere Eigelbmasse, welche aus 5 Eigelb besteht. Super wichtig, Freunde, immer gut rühren. Ohne Pause, wirklich. Rühren, rühren, rühren und ganz vorsichtig kippen. Wenn wir fertig sind, lassen wir das Ganze jetzt für 30 bis 60 Minuten ruhen, bis unsere Creme Zimmertemperatur erreicht hat. Jetzt kommt die Creme Brûlée in einem Wasserbad bei 90 Grad für 95 Minuten in den Ofen. Fertig ist die perfekte Creme Brûlée. Und jetzt kommt eigentlich der geile Teil, weil diese knusprige Oberfläche noch fehlt. Und das ist im Endeffekt wahrscheinlich einfach nur karamellisierter Zucker. Richtig. Mein Traum ist es auf jeden Fall, irgendwann genau so eine optisch wunderschöne Creme Brûlée zu erschaffen. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Ja, schmeckt unglaublich. Ja, 10 von 10, was soll ich sagen. Du hast mir gerade eben schon so ein bisschen erklärt, wie man so Crumbles herstellt. Das werde ich auch probieren, weil die schmecken wirklich auch mega. Ich bin gespannt, wie ich daraus versuche, jetzt mein eigenes Creme Brûlée zu kreieren. Ja, das wird nicht einfach. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle für diesen Support und Elbers 800 Grad, absolute Empfehlung, super leckeres Restaurant. Und die Creme Brûlée müsst ihr probieren. Ey, das sieht so krass aus. Das riecht wirklich. Ja, guten Appetit. Ey. Leute, guck mal. Letzter Gang. Ey, aber guck mal, da ist, guck mal, was ist das jetzt? Ich finde das so. Das ist White Chocolate Crumble. Oh, okay. Na, was soll man sagen, ey? Wisst ihr, diese Creme, ich sterbe. Digga. Du sagst eben noch, du hast noch nie Creme Brûlée gegessen. Boah. Wie fühlt sich das jetzt an? Leute, das... Kennt ihr diese, wenn ich eine Torte esse, Digga, ich kratze mir nur die Scheiße ab, Alter. Oh, geil. Das ist das Einzige, was ich gestern schon kochen musste. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Ey, nimm mal bitte dieses Ding hier, ey. Das ist so krass, das ist wirklich Liebe. Boah. Man denkt halt nicht, dass das so zu Hause entstanden ist. Man denkt wirklich, man ist irgendwo auf Mykonos. Schön Scorpius, Alter. Digga, ich will so leben wie du. Ja. Ja, Freunde, genießt es. Danke, dass ihr wirklich heute dabei wart. Danke das, dir, war mich, das war für mich voll die krasse Challenge, aber es hat richtig Bock gemacht. Auch wenn ich das wahrscheinlich erst mal einen Monat nicht machen will. Ey, war richtig witzig. War richtig danke witzig. Dir, danke, Rob. Ja, und danke auf jeden Fall, Mike und Tine, für die Hilfe. Ey. Ja. Und Philippe als Kameramann. Ja.
Das waren meine 6 Gänge. Und ich find's cool, dass ich mich getraut habe, verrückt zu denken. Und das ist, glaube ich, generell die Message dieses Videos, dass jede Idee, egal wie verrückt oder banal sie klingt, seinen Platz auf dieser Welt hat. Denn auch eine verrückte Idee kann eine leckere Idee sein. Und ich glaube, meinen Gästen hat es auf jeden Fall geschmeckt. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das auf jeden Fall gerne mit einem Daumen nach oben oder lasst einfach ein Abo da. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wer als nächstes eingeladen werden soll zu dem nächsten 6-Gänge-Menü. Dann habe ich vielleicht ein bisschen Inspiration, ob ich die Gerichte auch den Leuten anpassen kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Ciao.